Naja. Gut. Weil es einfach, die waren einfach nicht so blöd wie dieses Mal. Die Pony-Miliz arbeitet als Security für Blumen. Das heißt, wenn sie versagen, verlieren sie den Auftrag. Wenn ich dafür sorge, dass sie versagen, schicken sie mehr Männer. Damit wären weniger bei Blumen. Das ist ja unglaublich. So. Hatten wir sowas schon mal? Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Ja, die Frage, ist das das erste Mal, dass wir sowas sehen oder ist das, hatten wir das schon mal? Oh, da ist es schon. Ach Quatsch. Ups. La la la. Ja, gut. Again, let's try this again, und zwar auf dem gleichen Weg. Und zwar aber mit mehr Sprengstoff und früher zünden. Ich wusste nicht, dass es so ewig dauert. Insofern. Huch. Ach so. Ich war verwirrt. Sehen wir uns die Route von Tibor an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Genau, gibt mir voll eine Menge Möglichkeiten da vorne. Mit Motorrad war jetzt zwar ein bisschen besser. Shit. Mein Gott. Oh, Scheiße. Ja, gut, das wird scheiße. Ja, im Ernst. Dann versuchen wir erstmal mit zweien. Scheiß auf Zivilisten hier. Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Hören Sie, Anrufes? Irgendein Irrer schießt hier auf Leute. Schicken Sie die Polizei, bitte. Scheiß auf. Kriegen wir nicht mehr hin. Ich hätte auch alle killen können. Aber hey, who cares? Skillpunkt! So. Drei haben wir jetzt. Bekanntheitsgrad, Fähigkeiten brauchen wir nicht. Ja, gut, wir machen den hier als nächstes. Ach ja, Gangverstecke. Für Fast Reload. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Da müssten wir Schachspiele. Und dann, was haben wir hier noch? Pistolenexperte. Schussfrequenz. Fahrzeugschaden mit Schrot finden. Höhere Genauigkeit beim Einsatz von Automatikwaffen. Ruhiges Ziel mit Scharfschützengewehren. Mein Gott. Braucht alles kein Mensch, finde ich persönlich. Hier wären vielleicht noch ein, zwei Sachen, wobei selbst da sind einige Sachen unnötig. Sowas zum Beispiel wäre ganz praktisch, glaube ich. Alles holen wir uns später. Blum weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann. Hätte ich dich doch mal schon früher gekannt. Was wir alles erreicht hätten. Keine Sorge. Erreichen wir es in Chicago. Hast du dein Virus schon fertig? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Naja, es wird klappen.
gleich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server. Das Teil von schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. So, einmal Mission starten. Wir machen heute richtig ein auf Bam. Ist ja gut, wir sind auch mega schnell, finde ich. Das sind so mega kleine, kurze Missionen. Die Zukunft liegt bei Bloom. Wenn T-Bone mit mir nach Chicago kommt, muss ich in das Gebäude. Blooms Hauptquartier. Security-Experten. Ja, das wird nicht leicht. Und ich bin ein Riesenecho auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. Genau. Einmal da oben rein. Schnauze. So. Ich bin beim Eingang. Hey Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Die sehen dich und die Server werden gesperrt. Das wird die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Genau, kein Problem. Das kriegen wir auf der Reihe. Das kriegen wir hin hier. Jetzt müssen wir das öffnen. Das haben wir ja schon mal online nochmal gemacht gehabt. Das hat man jetzt. Ja, das Video muss ich auch noch schneiden. Scheiße. So. Ah, ist noch gar nicht. Okay. Ganz komisch. Einmal oben aufs Dach klettern. Was habe ich denn hier gerade geöffnet? Keine Ahnung. Ganz komisch hier. Was ist denn da los? Ah, hier ist eine Kamera. Okay. Trotzdem ist das nicht offen. Naja. Gehen wir eben Haupteingang, mir doch egal. Moin, Kollege. Wow! Ach ja, stimmt. Slow Motion. So, mal schauen, wo wir starten. Ich wollte ihm eigentlich voll so einen Schuss in die Fresse geben, aber... Oh Gott. Ich bin beim Eingang. Hey Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Sie sehen dich und die Server werden gesperrt. Das wird die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Genau, kein Problem. Genau wie eben. Ach ja, Kreis war das. Wie wär's eigentlich mal mit dem Scan? Da ist er. Sehr gut. Dann weiß ich schon mal zumindest, wo ich hin muss. Da muss ich benutzen. Okay. Okay. Wenn der sich wegdrehen würde, dann okay. So, Kollege. Mist.
Ruf! Oh. So. Das wird gehen. Sicherheitschef. Gesicherte Netzwerkverbindung. Zugang gewährt. Yeah. Jetzt muss ich da vorne irgendwas scannen. So. Ich habe noch nicht alle Puzzleteile zusammen, aber das beschädigte Video aus dem Merlot scheint etwas mit dem Bellwether Code zu tun zu haben. Das ist die Gelegenheit. Für mehr als nur Rache. Für etwas unvergesslich. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich Aiden einspanne, darf er meine Motive nicht kennen. Leicht, ich bin Puppen. Aber er trägt einen starken moralischen Kompass in sich. Das ist seine größte Schwäche. Das macht ihn so schwer zu kontrollieren. Ich muss einen Weg in diesen Code finden. Sehen, was sie innerhalb des CTOS machen und dann alles lahmlegen. Ja, so sieht's aus. Hallo? Ich würde dich gerne mal scannen. Natürlich. Ist ja mal wieder klar. Ich hab's durch die Bürotür gehört. Du hörst es die ganze Zeit. Der Hausmeister meinte, es ist ein Kerl namens BBC. Es war in einem Musikstück. BBC, ja? Mal hört? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. So. Ihn kann ich von hinten ausschalten und zwar jetzt. Okay, so, und die andere Seite auch noch einmal öffnen. Mal schauen, wo wir da hin müssen. Natürlich nach oben. Warum denn auch nicht? Oder hängt das? Nee, das hängt natürlich nicht hier an der Wand, sondern ganz oben. Ich will nicht die Kamera, ich will die Deckung hier. Niemand. Na, das war knapp, aber ich könnte noch die anderen zwei da hinten killen. Genau. Ich könnte sie killen. Mit dem Risiko, dass ich... Na komm. Lassen wir sie am Leben.
Na. Wie mucken wir das denn? Ah, natürlich. So. Ach Gott. Scheiße, jetzt habe ich den gedreht. Wollte ich gar nicht. Position sollte nicht lang dauern. Wenn du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. So. Zugriff. Kann das nicht entdecken? Nein. Ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. T-Bone, bin fertig. Dein Name ist Sauber und Spyware ist drin. Ja, ich registriere schon die Pings. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Sekunde. Auf den Servern ist dein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich sehe mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. Ein Raum, eine Kamera, mehr nicht, auch nicht schlecht.